Willkommen zurück. Es freut mich, dass, obwohl jetzt schon die ersten Workshops laufen, hier wieder alles voll ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt auf diesem Panel von dieser Energie, mit der wir heute Morgen gestartet sind, noch ein bisschen mehr akkumulieren. Akkumulation ist ja nicht nur schlecht. Wir stellen uns heute die Frage, wem dient die Ökonomie? Und das ist so eine Art kognitiver Imperativ. So eine Frage, die man immer im Kopf behalten sollte, immer mal wieder stellen sollte, die sehr viel Orientierung bietet. Also die Antworten auf diese Frage bieten sehr viel Orientierung. Sowohl, wenn es darum geht, das, was ist, zu kritisieren, als auch, wenn es darum geht, diese andere Ökonomie oder die anderen Ökonomien oder das Ganze des Lebens sozusagen neu zu denken. Und ich freue mich, dass ich drei Gäste hier auf dem Podium habe, die aus unterschiedlichen Welten kommen, also nicht nur geografisch London, Berlin, Umraum von Berlin oder eigentlich auch sehr kosmopolitisch unterwegs sind in diesen letzten Dekaden, sondern die auch aus akademischen und aktivistischen Welten kommen. Und diese Perspektiven hier zusammenbringen. Ich erzähle kurz, bevor ich die Gäste vorstelle, wie wir vorgehen werden. Wir haben drei Statements zu Beginn. Den Aufschlag macht dann Markus Wissen. Danach wird Nicolas von Cornerhaus seinen Beitrag leisten und am Schluss Friederike Habermann. Und wir werden dann kurz versuchen, sozusagen diese Beiträge aufeinander zu beziehen und hier auf dem Podium ein bisschen miteinander zu diskutieren. Und dann öffnen wir ins Publikum. Ich werde, wenn wir das tun, die Methode dann erklären, wie wir das machen. Und hoffe, wir kommen damit zu einem gemeinsamen Abschluss, der uns miteinander ins Denken bringt und in die Workshops entlässt. Markus Wissen, viele Jahre im BUKO aktiv in der Bundeskoordination Internationalismus und Mitglied der Prokla-Redaktion. Ist Professor für Gesellschaftstheorie in Berlin und befasst sich intensiv mit Fragen der sozioökologischen Transformation, insbesondere auch mit dem Thema der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Und jüngst ist ein Buch erschienen im Ökom Verlag, das heute auch nochmal in einem Workshop vertieft wird. Dafür wurde hier aber schon Werbung gemacht, deswegen spare ich mir das jetzt. Auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert. Zu meiner Rechten Nick Haldyard, Mitbegründer und Direktor der unabhängigen britischen Forschungsgruppe The Corner House in London, die mir persönlich auch sehr ans Herz gewachsen ist, weil so dieses große Thema Commons und Commoning sich durch alle Arbeiten des Corner Houses zieht. Das ist eine Bewegung für ökosoziale Gerechtigkeit, die zu Themen wie Gesundheitsversorgung, Waldbau, Antirassismus und so weiter arbeitet. Und Nick hat ein Buch geschrieben, das könnte man auf Deutsch nennen, Lizenz zum Stehlen, wo es um die vielfältigen Möglichkeiten von Korruption, Bestechung, Diebstahl, Einhegungen geht. Sozusagen ein Framing anzubieten dafür, wie rauborientiert eigentlich das neoliberale Wirtschaftssystem ist. Und zu meiner Linken, Friederike Habermann, war aktiv im Aufbau der internationalen globalisierungskritischen Bewegung, ausgehend von der internationalen Solidaritätskoordination mit den Zapatistas in Mexiko und war unter anderem Pressekontakt der weltweiten Proteste anlässlich der WTO-Konferenz in Genf 1998, ist aber auch zugleich uninstitutionalisierte Wissenschaftlerin, Aktivistin, Buchautorin. Ihr letztes Buch möchte ich besonders hervorheben, im Ulrike Helmer Verlag erschien, Umkehr zum Miteinander, lautet der Untertitel und der Obertitel E-Commony. Also auch da verbindet uns in dieser Verschränkung von Herrschaftskritik, Klassenverhältnisse und so weiter, in der Verschränkung von
der Idee, Commons sozusagen als andere Produktionsweise zu denken und Care als Teil dieses anderen, der anderen Produktionsweise zu denken, sehr viel miteinander. Und ich freue mich auch auf deinen Beitrag. Genau, und damit gehen wir gleich in Medias Res. Markus, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Bei einer Protestaktion in jüngerer Zeit war auf einem Greenpeace-Plakat der folgende Spruch zu lesen. If the world was a bank, they would have saved it by now. Wenn die Welt eine Bank wäre, hätten sie sie längst gerettet. Mit dem Sie sind sicher auch die G20 gemeint, die ja im Zuge der jüngsten Wirtschaftskrise 2007, 2008, die als eine Bankenkrise begonnen hat, an Bedeutung gewonnen haben. Das Problem ist nur, dass die Welt keine Bank ist, oder man kann sich natürlich darüber streiten, ob es ein Problem ist oder ob das gut ist. In dem Fall ist es ein Problem insofern, als die Rettung der Welt deshalb so lange keine Priorität hat, wie sich mit ihrer Zerstörung Geld verdienen lässt. Ich würde gern in meinem Statement zunächst so einige grundlegendere Überlegungen anstellen und fragen, warum das so ist, und dann danach fragen, welche Rolle die G20 in diesem Prozess spielen. In dieser Tatsache, dass sich mit der Zerstörung der Welt Geld verdienen lässt, zeigt sich ein grundlegender Widerspruch unserer Wirtschaftsweise des Kapitalismus. Ziel des Wirtschaftens im Kapitalismus ist nicht die Schaffung einer lebenswerten Umwelt, ist nicht die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen, sondern es ist die Maximierung von Profit. Natürlich geht es auch um Bedürfnisse, aber Bedürfnisse sind nur Mittel zum Zweck. Damit eine Ware verkauft werden kann und einen Gewinn abwirft, muss sie ein Bedürfnis befriedigen. Ein Bedürfnis, das durch ihre Existenz vielfach erst geschaffen wird. Wenn man an Smartphones denkt, wenn vor etwa 30 Jahren jemand gesagt hätte, dass ein Großteil der Menschheit heute sich nicht mehr vorstellen kann, ohne Smartphones zu leben, dann hätte er wahrscheinlich nur einen verständnislosen Blick geerntet, weil viele gar nicht gewusst hätten, was ist ein Smartphone, oder alle hätten es wahrscheinlich nicht gewusst. Das ist ein Beispiel dafür, wie ein Bedürfnis durch eine Ware geschaffen wird, wie ein Bedürfnis geschaffen wird in dem Moment, wo die technischen Möglichkeiten zu seiner Befriedigung vorhanden sind. Befriedigt eine Ware kein Bedürfnis, beziehungsweise schafft sie kein neues Bedürfnis, findet sie keinen Käufer und es lässt sich keinen Gewinn mit ihr machen. Das kann man auch als Tauschwertorientierung des Wirtschaftens bezeichnen, im Unterschied zu einer Gebrauchswert- oder Bedürfnisorientierung. Diese Tauschwertorientierung hat in den letzten 200 bis 300 Jahren zu einer enormen Entwicklung der Produktivkräfte geführt. Innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums wurden und werden die Lebensbedingungen von Menschen permanent umgewälzt. Vor allem in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war damit auch eine große Wohlstandssteigerung für viele Menschen, vor allem im globalen Norden, verbunden. Allerdings wurde diese Wohlstandssteigerung durch enorme ökologische und soziale Kosten erkauft, durch die Ausbeutung von Mensch und Natur. Hier zeigt sich ein zentrales Merkmal unserer Wirtschaftsweise des Kapitalismus. Er entwickelt die gesellschaftlichen Produktivkräfte in demselben Maße, wie er die Kräfte der Destruktion entwickelt. Also wie ihm wohnt gewissermaßen eine selbstzerstörerische Tendenz inne. Karl Marx hat das schön auf den Punkt gebracht, indem er schreibt, ich zitiere, die kapitalistische Produktion entwickelt nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Dieser Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise lässt sich so lange bearbeiten, wie sich die sozialen, ökologischen und ökonomischen Kosten dieser Produktionsweise in Zeit und Raum verlagern, externalisieren lassen. Wie also die entwickelten kapitalistischen Ökonomien auf ein nicht kapitalistisches oder weniger entwickeltes Außen zurückgreifen können. Das hat Rosa Luxemburg vor 100 Jahren, Patrick Bond hat sie in dem Eröffnungspanel heute bereits erwähnt, das hat Rosa Luxemburg im Zusammenhang mit dem Imperialismus, der Tendenz zur ökonomischen Expansion des Kapitalismus, bereits vor 100 Jahren thematisiert. Überschüssiges Kapital, das im globalen Norden keine Anlage, keine Investitionsmöglichkeiten mehr findet, wird in den globalen Süden verlagert. Natürliche Ressourcen des globalen Südens sowie die Arbeitskräfte, die diese Ressourcen ausbeuten, häufig unter miserablen Bedingungen, werden im Interesse des globalen Nordens und der Eliten des globalen Südens eingesetzt. Ökosysteme werden als sogenannte Senken in Wert gesetzt, also etwa Regenwälder
als Senke für CO2, für die CO2-Emissionen, die bei der Reichtumsproduktion im globalen Norden anfallen oder auch bei dem Konsum von vielen Produkten im Norden anfallen. Silke hat eben bereits darauf hingewiesen, Uli Brandt und ich haben das als imperiale Lebensweise bezeichnet. Imperiale Lebensweise ist nicht nur ein Phänomen im Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, sondern sie schafft soziale Ungleichheit auch quer zu diesen geografischen Trennungen. Das Außen findet sich durchaus auch im globalen Norden selbst, etwa in Gestalt von Systemen der Altersvorsorge, in Gestalt von physischen Infrastruktursystemen der Wasserversorgung, der Energieversorgung, die in den letzten Jahren privatisiert worden sind. Aber auch zum Beispiel in Gestalt von Sorgearbeit, die eine oft unentgeltliche oder schlecht bezahlte Vorleistung kapitalistischer Wertschöpfung darstellt. Die frühindustrialisierten Länder des globalen Nordens und hier vor allem die Herrschenden in diesen Ländern, aber zum Teil eben auch die Beherrschenden, haben von dieser ungleichen internationalen Ordnung lange Zeit profitiert. Leidtragende waren vor allen Dingen die Menschen in den Ländern des globalen Südens. Allerdings, und das ist der springende Punkt, an dem die G20 dann auch in den Blick gerät, allerdings ändert sich das seit einiger Zeit. Es könnte sein, dass es mit eben dieser Arbeitsteilung vorbei sein könnte, dass der globale Süden nicht länger bereit ist, die Rolle zu spielen als Reservoir von Arbeitskräften, von Senken von Ressourcen, die im Wesentlichen natürlich auch von den Eliten des globalen Südens, aber eben im Wesentlichen vom globalen Norden angeeignet werden. Je mehr sich die Länder des globalen Südens kapitalistisch entwickeln, je mehr sie sich also selbst kapitalistisch entwickeln, desto stärker steigen sie zu Konkurrenten der Ökonomien des globalen Nordens auf. Sie stehen diesem globalen Norden nicht länger als das Außen zur Verfügung, auf das er seine Kosten verlagern kann, sondern sie werden aufgrund ihres Entwicklungsgrades selbst von diesem Außen abhängig. Sie werden selbst von einem Außen abhängig. Sie werden selbst davon abhängig, dass sie ihre eigenen Kosten auf andere Teile der Welt verlagern können. Sie werden etwa zu Kapitalexporteuren, sie greifen auf Ressourcen, Arbeitskräfte in anderen, weniger entwickelten Ländern zurück, siehe etwa die Rolle Chinas beim Landgrabbing in Afrika. Sie konkurrieren mit dem globalen Norden in puncto Klimaschutz, sie konkurrieren mit dem globalen Norden um die CO2-Senken. Diese Konkurrenz um die CO2-Senken, vor allen Dingen zwischen den USA und China, war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass es so lange gedauert hat, ein neues internationales Klimaabkommen zu vereinbaren. Erst als die USA und China sich einigermaßen verständigt hatten, war es möglich, dass der Vertrag von Paris im Jahr 2015 letztendlich dann zustande kam, so defizitär der ist, wie wir alle wissen und wie heute Morgen auch bereits angesprochen worden ist. Was wir also mit dem Aufstieg der Schwellenländer erleben, ist eine Verallgemeinerung der imperialen Produktions- und Lebensweise und damit einer Produktions- und Lebensweise, die aus ökologischen und sozialen Gründen eigentlich gar nicht verallgemeinerbar ist. Und die Konsequenz ist eine Zunahme von Spannungen, von geopolitischen, geoökonomischen, ökoimperialen Spannungen zwischen den Ländern des globalen Südens und des globalen Nordens, aber auch innerhalb der Länder des globalen Nordens. Eben diese Spannungen sind es, die die gegenwärtige Weltlage kennzeichnen und die sich im Rahmen von Organisationen wie der G7 nicht mehr ohne weiteres in der gewohnten hierarchischen Form bearbeiten lassen. Das ging eine ganze Weile gut, es war alles andere als demokratisch, aber heute geht es eben nicht mehr gut. Und vor diesem Hintergrund ergibt sich die Bedeutung der G20, die, wie wir wissen, ebenfalls eine alles andere als demokratische Organisation ist und die auch nicht unter emanzipatorischen Gesichtspunkten begriffen werden kann, derart, dass nun eben die Länder des globalen Südens oder zumindest einige von ihnen zu den Ländern des globalen Nordens aufschließen. Denn was da passiert, ist eigentlich nur, dass sich der Club vergrößert, der den Rest der Welt zu dominieren versucht. Die Gründung der G20 im Jahr 1999 und ihre Aufwertung seit der Krise 2007 und fortfolgende lässt sich als Versuch begreifen, ein Forum zu schaffen, in dem die zunehmenden Spannungen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden bearbeitet werden sollen. Bearbeiten heißt nicht lösen. Es geht also nicht darum, die Ursachen der Spannungen anzugreifen, anzugehen. Die G20 sind keine Lösungs-, sie sind eine Bewegungsform des Widerspruchs der kapitalistischen Produktionsweise. Was sie bestenfalls leisten können, ist es, eine höchst ungleiche und zerstörerische gesellschaftliche und internationale Ordnung zu stabilisieren.
In ökologischer Hinsicht gehört dazu etwa der Versuch, die ökonomischen Risiken sichtbar zu machen, die darin wurzeln, dass, diese Zahl entnehme ich einer Broschüre der Heinrich-Böll-Stiftung, dass ein Drittel des weltweiten Finanzvermögens in der Gewinnung und Nutzung fossiler Brennstoffe angelegt ist. Das ist durchaus mit Risiken verbunden, wenn sich bestimmte Investoren dann eben von den fossilen Brennstoffen abwenden. Ziel hier ist es weniger, die Welt zu einer Bank zu machen, als die Finanzinstitute zu ökologisieren und damit vor künftigen ökonomischen Risiken zu schützen. Es geht also weniger um die Rettung der Welt, als um die Rettung der Finanzinstitute, die bedroht sind, wenn große Teile der Vermögen nach wie vor in der Nutzung fossiler Brennstoffe angelegt sind. Es geht mit anderen Worten um Schritte in Richtung eines grünen Kapitalismus, der an der grundsätzlichen sozialen und ökologischen Problematik dieser Produktionsweise aber nichts ändern wird. Es handelt sich um das, was Patrick Bond heute Morgen als Displacement of Crisis bezeichnet hat. Die Kosten der ökologischen Krise werden nur in andere Sphären verlagert. Und selbst eine solche Stabilisierung ist hoch umkämpft und fraglich, wie sich nicht zuletzt an der Klimapolitik der USA unter Donald Trump zeigt. Trump hat bekanntermaßen den Rückzug der USA aus dem Klimaabkommen von Paris angekündigt, obwohl sich die G20 noch im Jahr 2016 in ihrer Abschlusserklärung in China offiziell zu den Zielen dieses Abkommens bekannt hat. Die zentrale Frage, und damit komme ich zum Schluss, ist, wie sich die Widersprüche des globalen Kapitalismus und die Interessengegensätze innerhalb der G20 in einem emanzipatorischen Sinne politisieren lassen. Die Zeiten dafür sind in vielen Teilen der Welt nicht gerade günstig. Wenn überhaupt, dann werden diese Widersprüche gerade von rechts politisiert. Und insofern sind progressive Kräfte gleichsam an zwei Fronten gefordert. Der einen gegen rechts und der anderen gegen einen zunehmend entfesselten Kapitalismus. Zwei Fronten, die nicht selten zu einer einzigen verschmelzen. Aber es gibt viele Erfahrungen, von denen wir lernen und an die wir anknüpfen können. Sie sind doch zu finden, wo Menschen gemeinsam für Gleichheit, Ökologie und Demokratie kämpfen. Dieser Dreiklang, den Barbara Unmüßig heute Morgen benannt hat. Und wo Menschen sich damit sowohl der marktförmigen Zurichtung von immer mehr Lebensbereichen als auch der autoritären Stabilisierung einer in die Krise geratenen Produktionsweise namens Kapitalismus widersetzen. Vielen Dank. Markus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Gedanken, dass die G20 keine Lösung ist, sondern eine Bewegungsform des Widerspruchs der kapitalistischen Produktionsweise, schon durchdrungen habe. Könntest du mir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen? Wie meinst du das? Wenn von Politik die Rede ist, also es ist in sozialen Bewegungen, bei NGOs, auch bei kritischen Kräften durchaus die Rede, oft die üblich, dass man sagt, wir appellieren an die Politik soll ein Gegengewicht zur Ökonomie darstellen, sie soll die Ökonomie in einen Rahmen einbetten, der dazu beiträgt, dass sie sich zum Wohle aller entwickelt. Die Politik soll es richten. An die G20 werden durchaus auch von manchen NGOs, vielleicht von sozialdemokratischen Parteien, von Vertretern der Zivilgesellschaft, unter anderem eben auch solche Überlegungen gerichtet. Die G20 soll versuchen, die Weltwirtschaft in einem Sinne zu steuern, die im Sinne aller ist, die im Sinne des globalen Nordens, des globalen Südens ist, die Entwicklung ermöglicht und Umweltschutz erlaubt. Ein solches Verständnis würde bedeuten, die G20 ist eine Lösungsform. Die Politik beinhaltet die Lösung der Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. Wenn ich sage, es ist keine Lösungsform, sondern eine Bewegungsform, dann meine ich damit, dass die Politik selber Teil des Problems ist. Die Politik, in dem Fall die internationale Politik, wie sie im Rahmen der G20 schwach institutionalisiert ist, sichert eine herrschaftsförmige Ordnung ab. Sie sichert den globalen Kapitalismus ab. Sie ist mit Widersprüchen dieses Kapitalismus konfrontiert. Sie versucht aber, diese Widersprüche zu bearbeiten, nicht im Sinne einer Lösung. Dafür müsste man an die grundlegenden Probleme der kapitalistischen Produktionsweise, an ihre Mechanismen herangehen, aber im Sinne einer Bearbeitung, die eine halbwegs störungsfreie Kapitalakkumulation ermöglicht. Das meine ich, wenn ich davon spreche, dass die G20 eine Bewegungsform, aber nicht eine Lösungsform der Widersprüche des Kapitalismus darstellt. Und ist das
Wir haben ja hier mehrere Dreiklänge, nur kurz zur Erinnerung. Ja, der Dreiklang dieses gesamten Gipfels, Analyse, Kritik, Alternativen und Strategie. Wir sind gerade in der Analyse und der Kritik. Wir werden heute noch viel Alternativen hier auf diesem Panel hören, hoffe ich. Und über Strategie reden wir später. Aber dieser Dreiklang, und vielleicht ist das doch eine strategische Frage, den du eben, den Barbara unmöglich heute früh und du auch eben erinnert hast, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Demokratie, dann kann man ja sagen, naja, aber diese Regierungen sind ja nur demokratisch gewählt. Also wie hältst du es dann sozusagen mit dem Demokratiebegriff, wenn du gerade analysierst, dass die Politik ja Teil des Problems ist, die aber auf demokratischem Wege dahin kommt, wo sie jetzt ist? Wenn ich von Demokratie spreche, meine ich eine radikale Demokratie, die ich einer liberalen Demokratie entgegensetzen würde. Der Unterschied besteht meines Erachtens darin, dass die liberale Demokratie demokratische Entscheidungsprozesse so organisiert, dass sie von den gesellschaftlichen Machtzentren isoliert werden. Die Ökonomie steht nicht zur Disposition, wenn es um demokratische Entscheidungsprozesse geht. Worum es geht, ist eine bestimmte politische Sphäre zu regulieren, demokratisch zu gestalten, aber es gibt keine demokratische Gestaltung der Wirtschaft. Es gibt, und das ist etwas, was zutiefst undemokratisch ist. Wenn man von einer radikalen Demokratie spricht, dann meine ich damit, dass alle diejenigen, die von einer bestimmten Entscheidung betroffen sind, gleichberechtigt die Möglichkeit haben, am Zustandekommen dieser Entscheidung mitzuwirken. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht der Fall. In unserer Gesellschaft bestimmen wenige über die Belange vieler. Wenn Entscheidungen in der Ökonomie getroffen werden, dann betreffen die sehr viele Menschen, die keine Möglichkeit hatten, an diesen Entscheidungen mitzuwirken. Das herausragendste Beispiel ist wahrscheinlich die Atomkraft, die Atomenergie, die so viele sogenannte Externalitäten, wie das in der Ökonomie genannt wird, zeitigt, dass sie aus einer demokratischen Perspektive nicht zu legitimieren ist, weil sehr viele Menschen, die heute bereits die Lasten des Atommülls, der Erzeugung von Strom mittels Atomkraft zu tragen haben und die über zigtausende Jahre hinweg diese Lasten zu tragen haben werden, keine Möglichkeit hatten, an diesen Entscheidungen mitzuwirken oder auch an den Gewinnen mitzuwirken oder an den Gewinnen teilzuhaben, die die Atomkraftkonzerne mit diesen Maßnahmen, mit dieser Art und Weise des Wirtschaftens erzielt haben. Radikale Demokratie würde bedeuten, das zu ändern. Radikale Demokratie würde bedeuten, sich über Verfahren Gedanken zu machen, und wir können vielleicht nachher in der Diskussion noch etwas konkreter werden, sich über Verfahren Gedanken zu machen, in denen alle gleichberechtigt an den Entscheidungen mitwirken können, von deren Auswirkungen sie betroffen sind. Danke. Nicholas. Dankeschön. Warum weinst du? Why are you crying? Ja, ich frage so, weil wir vielleicht jetzt ein kleines bisschen Trauerarbeit sozusagen vornehmen und reflektieren sozusagen, welcher Schmerz, welche Trauer eigentlich produziert wird durch diese Lebensweise, und Why Are You Crying ist tatsächlich der Titel deines Beitrags. Well, thank you very much for inviting me, and I'd like to start by expressing my solidarity with all of you. I think it's fantastic that so many of you are here. On the way in on the metro, we were wondering how many people would be here, and we thought maybe 30, 40, you know, this is fantastic. I mean, really inspiring. So thank you. And I'd also like to apologize for not speaking in German. I'm afraid you're going to have to put up with my English. I'd like to start with a book by Arundhati Roy, the Indian novelist and activist, called Capitalism, A Ghost Story. And in it, Arundhati analyzes the gross inequalities of wealth and of power that characterizes modern India and indeed the rest of the world.
trickle down of wealth from the rich to the poor, that fable of the World Bank, the IMF, and the G20 has not worked. But gush up to the 1% certainly has. This is an old slide. It's only 2 years old. But 2 years ago, just 67 people, fewer than the number of people that would fit into a London double-decker bus, controlled as much wealth as the bottom half of the world's adult population put together. Today, it's just 8 people. You can fit them into a people carrier. And such extremes of wealth have not come about through accident. They're the products of thousands of everyday acts of exploitation of humans and of non-humans. Arundhati records that even for the merely relatively rich, who make up the new middle class in India, some 200 million people, they live side by side with what she calls the ghosts and poltergeists of capitalism. Dead rivers, bald mountains, farmers who have committed suicide, the 800 million who have been impoverished and dispossessed to make way for us and for the middle class in India. Those ghosts of capitalism haunt not just India, but the shiny new factories of China's free trade zones, where low-wage workers have been driven to suicide. Here's a picture of one of them, producing iPads to make Apple shareholders rich. Their blood inks the international free trade agreements from NAFTA to TTIP that strip away labor rights and environmental controls. And they stalk the shores of the Greek islands where migrants seek desperately to seek safety and a better life. And I today would like to invite those ghosts to join our discussions here and to propose a collective thought experiment. What might these ghosts, these poltergeists, these spirits of capitalist oppression say to us if they were here? What would they ask of us? What would they want us to do? So here are some of the conversations that I think they would want us to have. Not just today, but when tomorrow and the day after and in the weeks and months to come we talk to friends, to our work colleagues, to our families, our neighbors, and our political allies. Whoops. I think that they would insist, these ghosts, that they would insist, along with the English historian J.H. Tawney, that inequality is a problem not of poverty, but of riches. Not of the poor, but of the rich. That the wealth gap is no more than a measure of the extent to which elites have constructed means of extracting value from the rest of us. And that the lethal oppressions that give rise to inequality will never, never be challenged unless our opposition is grounded in an understanding of how wealth is accumulated in society and by whom. I think that they would talk of free markets creating a rising tide that will lift all boats as nothing more than cruel cynicism, as willfully ignoring the fact that most people don't have a boat to be lifted, and that without one, they will drown. And I think those ghosts would ask us practical things, particularly of those of us
who have the luxury of time for research and the privilege of access to mass means of communication. I think those ghosts would ask that we pay more attention in our work to exposing the mechanisms of wealth accumulation. I think that they would ask us never, never to forget that capitalist accumulation rests on workers being paid for only a fraction of the value they create through their labor, and the owners of capital snaffling the difference. I think they would ask us to expose neoliberalism's programmatic theft of workers' wages through the dismantling of union rights, the privatization of health services, elder care, and social housing, and through the enforcement of austerity policies. And I think that those ghosts would demand that we oppose, not try to accommodate, the many new forms of legalized looting, from carbon and ecosystem services trading to public-private partnerships. Public-private partnerships with their massive 20% annual rates of return to private investors that capital is now putting in place. I think that they would insist that we do not delude ourselves. Do not delude ourselves that the resulting inequalities from these new forms of financial extraction can be addressed through tack-on human rights and environmental standards. I think that they will insist too that we go beyond progressive taxation as our response to inequality, necessary and critical as higher taxes may be. I think that they would clamor for us to dismantle the very engines that generate what Chilean poet Pablo Neruda called organized social misery. I think they would ask us to explore the connections between the many and various forms of oppression that we oppose, and that they would welcome, not be scared by, an understanding of how those oppressions relate to conflicts between capital and labor. In a word, I think that they would ask us to develop a class-based response to inequality. I think, too, that they would caution against seeking change through talking truth to power. That those ghosts would be very skeptical of the value of reforms, and would encourage us to look instead to non-reformist reforms. And I say that because I think they would recognize the deep-rooted corruption of our current world system. And in examining that corruption, I think our ghosts would ask us to look beyond bribery, money laundering, and fraud, the focus of most anti-corruption campaigns. I think that they would want us to focus on everyday practices that decay, debase, or otherwise deteriorate democratic politics, the essence of corruption. I think you all know what I'm talking about. Cue the steady streams of heads of industry, ex-ministers and government officials that pass back and forth, quite legally, through the revolving doors between politics and business. Let me just get some water. My apologies. You are sweet, yeah. Cue the self-interested policy making that through privatization has transformed the provision of public services
into publicly guaranteed get-rich schemes for private investors and financiers. Cue the take-not-make playground that has been created for rent-seeking financiers, with the public picking up the tab when things go wrong. I think our ghosts would call our attention with a passion born of brutal experience to the often unacknowledged fact that many of these practices are entirely lawful, routine, and accepted, that they now pass for good governance, that some of them may even be deemed duties of office, and that many, privatization for example, are the stated mission of public bodies, such as the World Bank. And I think they'd ask us to acknowledge that this legalized corruption is essential to the workings of capital. I think they'd ask us to question definitions of corruption that limit corruption to the abuse of public office for private gain, that they would wryly point out that such definitions hide the many collusions between public and private that make most corruption possible. I think they would ask us to question the very public-private divide and focus instead on corruption as anti-social gain, that is, gain at the expense of the common good. And I think our ghosts would argue that corruption can only be understood, in terms of its opposite, in terms of what is not impure, deviant, debased, tainted, disreputable, unscrupulous, venal, wicked, or any of the other common synonyms for corruption. And this, of necessity, requires us to develop a shared sense of what constitutes the good society and the common good. And I think that they would urge us to organize for a politics that never sidelines that question. And because that question can never be entirely settled, I think that they would insist that we take process seriously. Who decides? Whose voice counts? I think our ghosts would remind us that democracy is not a spectator sport, that it involves everyday practices, that it demands that we challenge abusive power wherever and whenever we see it, whether in the home or the workplace or at the global level, and that such challenges are not assisted by siloizing our campaigns or privatizing them through keep-off-my-turf organizational branding. I think that they would ask us instead to make connections, to practice solidarity not as a vague expression of empathy or because we want others to join our campaigns, but as a process of mutual discovery of oppression, mutual discovery of strategies for confronting oppression, and mutual support in such confrontation. I think that they would insist that such solidarity means taking sides. I think, too, that they would ask us not to look for low-hanging fruits in our campaign, but to organize to make the seemingly impossible possible, to expand, not to accept, the political space in which we operate. And I think that they would ask us to recognize some very harsh realities, that a transformative response to the question, what is to be done, is unlikely to emerge from forms of organizing that ignore the dynamics of capital or treat it as a distraction. That the starting point for most people is not an economy for all in the abstract, but the multiple crises they face in their everyday lives. That justice
is not some tick-the-box human rights exercise. It's a process of an expression of consciousness in the making. It's a process of discovery of oppression and of consciousness of that oppression. And it's through this process of discovery and the mutual recognition that arises from it that a new shared sense of we is born. And it's this shared we that makes for class. And lastly, I think they would ask us to be brave in our organizing, to have the courage to do things differently, to recognize that at this time of flux and crisis, many of the political institutions that have served struggles well in the past may not be capable of providing an effective challenge to capital in the future. That neoliberalism has hollowed out many of the cross-cutting, community-embedded networks of solidarity, from trade unions to working-class political parties, that have historically provided the seedbeds for building mutuality and challenging accumulation. And that the state is no longer an ally that can be relied on to mediate conflicts between capital and labor. But I think that they would caution against simply trying to rebuild past institutions of working class opposition to capital. I think that they might encourage us to look elsewhere, to look for emerging forms of organizing outside of established politics, outside of polite society, if you will, for clues of how to move forward. I think our ghosts would point to consciousness-raising groups, to experiments in collective living and production, to efforts to build new forms of municipal ownership, to factory occupations, credit unions, to organizing among unorganized labor, to setting up of solidarity health clinics in response to the slashing of public health budgets, and to alliances with those defending the sphere of social reproduction against the intrusion of capitalist forms of work. And I would agree with them. I would end with one comment. I don't know what an economy for all looks like. I haven't got a clue. I have a sense of its contours, but that's all. And I'm certain that no single map, roadmap, exists for getting from here to there, because here and there are processes, not places. And these processes will always be contested. There is no end of history. But I know where I will look for allies and inspiration. For me, our best hope of deflecting the lethal trajectory of capital lies in supporting, expanding, and interweaving the numerous acts of commoning that daily assert the collective right of all, not just the few, to survival. And the starting point of that journey of solidarity is unlikely to be, we've got this campaign, this is where you sign up, this is what you have to do to support us, give us your money. The starting point is more likely to be, why are you crying? Thank you. Dankeschön. Dankeschön, Nick. Das erinnert mich daran, gerade dieser letzte Hinweis darauf, dass es nicht einen einzigen Weg gibt, dass wir auch hier über viele Wege und viele Alternativen reden werden. Unter anderem wird es am Ende dieses Panels eine kleine Überraschung werden, dass wir nochmal in einer anderen Weise über eine andere Art der Ökonomie, die jetzt hier auf dem Podium noch nicht zur Sprache gekommen ist, reden.
Also bis zum Ende bleiben lohnt sich. Was mich gerade berührt ist, oder die Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, wie definierst du Klasse? Was bedeutet Klasse für dich? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagst du, es ist eine Art Bewusstwerdung des Alltagskommunisten in uns. Also wie David Graeber das immer sagt, man stelle sich zwei Arbeiter am Fließband vor und das geht alles zack, zack, zack. Produktion für die Megamaschine. Aber wenn der eine den anderen fragt, gib mir mal den Schraubenschlüssel, dann gibt er den selbstverständlich rüber. Es ist sozusagen Acts of Commoning, vielfältige Acts of Commoning. Wie du sie am Ende zitiert hast, sind sozusagen das Normalste von der Welt in uns allen. Und ich hatte gerade das Gefühl, du sagst, uns dieser täglichen Akte unseres Alltagskommunismus bewusst zu werden, macht uns zu einer Klasse. Habe ich das richtig verstanden? Does it work? Well, I don't think that just because you work in a factory, you become working class. Nor that if you have a pension, it suddenly makes you a capitalist. I think class is something that is constantly evolving. And one of the questions I think today is, what is the working class today? I mean, this is a real question. I think it is constantly evolving, but it is determined ultimately by one's relationship to capital. But I don't think you can take it for granted. I think that idiocies, like over the Brexit debate in Britain, there's a lot of talk of the white working class. Now, in my book, a real class consciousness is colorblind. It would explore instead the divisiveness that comes from racism, the divisiveness that comes from a particular form of identity politics. Talking about the white working class is as meaningless to me as talking about the capitalist working class. Just because someone works does not make them working class. So I think, you know, there's a lot of discussion to be had. And a lot of, that's why I would put the emphasis on consciousness raising. I think there's a load of discussions to be had, starting from why are you crying? What is your crisis? How it links to other crises? And how it ultimately links to the relationship between capital and labor. Danke. Friederike Habermann, ich habe gestern gelesen in einer Analyse von Thomas Sablowski und Markus Decker, dass die Linke, Samuel Decker, Entschuldigung, Dankeschön, dass die, er ist hoffentlich nicht hier, nein, entschuldige ich mich bei Samuel, dass die Linke zerrieben wird zwischen den Marktblöcken, Zitat, wenn es ihr nicht gelingt, eine eigenständige Position zu entwickeln, die sowohl von kosmopolitischen Neoliberalismus muss, als auch vom autoritären Populismus unterscheidbar wird. Und ich hatte gerade gehört, wir müssen auch noch eine andere Unterscheidung oder eine andere Zementierung in unseren Köpfen überwinden, und das ist, dass wir immer in öffentlich und privat denken. Und diese Rolle des Öffentlichen sozusagen als Sherpa privater Interessen viel kritischer diskutieren. Ich bin sehr gespannt darauf, Friederike, ob du eine eigenständige Position, die diesen Herausforderungen begegnen kann, jetzt hier zum Vortrag bringst. Ich fange gerne mit deinen Überlegungen an. Zwischen dem Markt zerrieben habe ich jetzt, aber zwischen den Machtblöcken war irgendwas mit Markt. Also ich sage mal, was ich sagen will, auch die Trennung zwischen privat und öffentlich, das sind ja eben Trennungen, die erst in diesem System Sinn machen. So wie ich auch über den Titel nachgedacht
habe, wem dient die Ökonomie? Und zuerst dann so dachte, es muss ja heißen, wem dient diese Ökonomie? Und gleichzeitig ist es ja so, dass uns diese Vorstellung, es gibt die Ökonomie als abgetrennten Bereich von dem Rest unseres Lebens, bereits schon die Legitimationsgrundlage ist dafür, dass wir es hinnehmen, dass zwar Verletzungen gegen die Menschenrechte immer hochgehalten werden, aber nirgends wird einen marschiert, ich meine, das will ich auch nicht, aber es wird niemand geschützt davor, dass ihm oder ihr der Lebensunterhalt in dieser Wirtschaft nicht gegeben wird. Offensichtlich fällt da jede Demokratie in sich zusammen, ist da überhaupt nicht existent, weil es immer gesagt wird, es gibt die Ökonomie und die Ökonomie ist ein eigener Bereich und sie ist irgendwie natürlich. Und plötzlich hat Demokratie in diesem Bereich praktisch nichts mehr zu suchen, außer die geeigneten Rahmenbedingungen herzustellen. Wem dient also diese Ökonomie oder die Ökonomie? Die offensichtliche Antwort ist natürlich erstmal die Reichen. Wir mussten eben schon miterleben, wie Nicks Bild mit dem Londoner Doppeldeckerbus nicht mehr hinhaute, weil es ist schon eine veraltete Zahl aus dem Jahr 2015. 2016 waren es eben nur noch 8 Personen und heute Morgen haben wir gehört, wahrscheinlich sind es in diesem Jahr, in dem wir uns befinden, wenn es dann statistisch erfasst wird, nur noch 4 Personen. Das heißt, da reicht dann der PKW und danach vielleicht das Fahrrad und dann das Einrad. Eigentlich wird das Problem der Reichen ja immer leichter zu bearbeiten. Das müsste sich ja eigentlich in 3 Jahren dann erledigt haben. Komischerweise ist es auch so, dass es gar keine Glücksstudien gibt über diese ja eigentlich sehr kleine Zielgruppe. Das fände ich schon ganz interessant, wer sich mal so anthropologisch angehauchte Studien durchliest, über die 0,1% hat man den Eindruck, denen geht es überhaupt nicht gut. Also die stehen so im Konkurrenzdruck um das neueste Statussymbol oder was auch immer, dass es ihnen gründlich den Lebensgenuss verdirbt. Nichtsdestotrotz werden diese Privilegien mit Gewalt verteidigt. Wir kriegen einen kleinen Eindruck davon hier auf den Straßen. Heute Morgen wurde auch schon darauf hingewiesen, dass in anderen Ländern diese Gewalt und Repression ganz anders nochmal zuschlägt. Verteidigt wird da die Dominanz des Nordens, obwohl diese bröckelt. Verteidigt wird der Ausbeutungsmechanismus Mehrwertproduktion, obwohl auch dieser immer weiter am Bröckeln ist. Markus Wissen hatte heute darauf hingewiesen, die Schwellenländer streben auf, aber sie brauchen auch das kapitalistische Außen, was ausbeutbar ist. Es wird immer schwieriger. Der tendenzielle Fall der Profitrate wird langsam merkbar. Es wird immer schwieriger, wirklich Wert durch lebendige Arbeit da noch reinzuziehen. Und die G20 ist ein klarer Versuch, da diese Ökonomie nachhaltig zu machen, in dem Sinne, dass sie eben aufrecht erhalten wird. Den Ausdruck von Uli Brandt, den er heute reinbrachte, dass wohl Karl Kautsky schon vom Ultra-Imperialismus gesprochen hat, wenn dann eben wirklich die Mächtigen sozusagen untereinander kooperieren, um diese Ausbeutungsmechanismen aufrechtzuerhalten, den fand ich ziemlich eindrücklich. Die unangenehme Frage ist, ob wir uns individuell eigentlich so viel anders verhalten als diese 8 reichsten Männer. John Ziegler, der ehemalige Sonderbeauftragte für Ernährung der UN, geht inzwischen wieder von weit über 100.000 Menschen aus, die jeden Tag an diesem System verhungern. Und wir sind ja nicht so oft auf der Straße. Normalerweise akzeptieren wir das. Wir müssten uns mal vorstellen, irgendwelche Menschen hier aus unserer Gesellschaft würden zu zigtausenden jeden Tag an diesem System sterben. Und offensichtlich ist da auch was, was Vandana Shiva heute Morgen ja auch angesprochen hatte, als sie von Duty gesprochen hat, also von Verpflichtung, dass wir aktiv werden müssen, weil wir eben nicht in der Situation sind wie die indischen Bauern, die Monsanto-Gift trinken oder sich anderweitig umbringen. Auch das sind übrigens keine Einzelfälle. Ich habe die neueste Zahl nicht, aber vor einigen Jahren waren es schon 250.000 Bauern, die sich so das Leben genommen hatten. Warum gehen hier immer noch so relativ wenige auf die
Straße. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass eben schon das Gefühl ist, wir sind durchaus noch bei den Nutzfließenden dieses Systems. Der Standortvorteil Deutschland schließt dann eben vielleicht doch eben sowas wie eine weiße deutsche Arbeiterklasse jedenfalls hofft. Also wird darauf gehofft, dass es noch einschließt. Das passiert eben immer weniger. Die Jobs fallen weg. Es ist keine langfristige Perspektive. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es schon eben auch nicht reicht, immer nur auf die acht reichsten Menschen zu blicken und die eigenen Verstrickungen nicht auch mit in den Blick zu nehmen. Darauf verweisen ja auch Ulrich Brand und Markus Wissen mit ihrem Begriff imperiale Lebensweisen, dessen Stärke meiner Ansicht nach daran liegt, genau dieses doppelte Verhältnis von wir sind in den Strukturen, wir können da nicht einfach ausbrechen, das will ich auch gar nicht gesagt haben, und gleichzeitig aber schon auch ebenso diese individuelle Verantwortlichkeit, wie wir unser Leben gestalten, vielleicht doch mit reinspielt. Also dieses Doppelverhältnis wollte er mit dem Ausdruck ausdrücken, und das finde ich sehr wertvoll. Was in der Arbeiter, in Klammern Innenbewegung, auch lange nicht gesehen worden ist, ist die Bedeutung von Sorgetätigkeiten, auf Neudeutsch Care, so wird es heute in der feministischen Bewegung meistens genannt. In der feministischen Diskussion gibt es da ein Bild von einem Eisberg, von Maria Mies stammt ja noch, wonach die Wirtschaft, die wir sehen, nur die Spitze des Eisberges ist, und alles, was unter dem Wasser ist, ist eben dieses Außen, von dem Markus sprach, oder Patrick Bond hatte heute Morgen auch schon darauf hingewiesen, wie Rosa Luxemburg das analysiert hatte, dass eben der Kapitalismus immer dieses Außen braucht. Die Akkumulierung bei Depossession, also durch Enteignung, kommt da zusammen, sozusagen einerseits die Ausbeutung der Natur, andererseits die Ausbeutung von Sorgetätigkeiten, die eben nicht in kapitalistischen Verhältnissen entlohnt werden können, weil ansonsten der Mehrwert futsch geht, sage ich jetzt mal, und eben auch die Bedeutung, die immer noch Tätigkeiten außerhalb der kapitalistischen Entlohnung auch im globalen Süden haben. Auch darüber hat Vandana Shiva heute Morgen gesprochen, wie groß der Anteil in Indien immer noch ist. Wenn man zum Beispiel bei Eukokredit, der Kreditanstalt der Kirchen, die zur Hilfe, zur Selbsthilfe aufrufen, Geld anlegt, dann geht fast alles Geld in Mikrokredite. Und was man nur findet, wenn man sich ganz lange durch die Papiere durchwühlt, ist, dass der durchschnittliche Zinssatz da 38% ist. Und damit konfrontiert hat eine Mitdiskutantin von Eukokredit dann gesagt, ja, das ist halt so im globalen Süden, die Zinsen sind so hoch. Und der Grund, weshalb die so hoch sein können, ist natürlich eben genau diese ständige Vereinnahmung dieser unbezahlten Tätigkeiten, häufig auch da Frauentätigkeiten, aber nicht nur, die dann eben in die Profite mit einfließen. Aber das ist das Problem, dass immer nur die Geldströme gesehen werden. Das ist auch das Problem bei den Millenniumszielen gewesen, jetzt bei den Sustainable Development Goals, also den Nachhaltigkeitszielen, wo dann gesagt wird, ja, wir haben so viel erreicht, die Hungernden sind so viel weniger geworden. Wie das passiert, ist dadurch, dass dann eben Menschen, die vorher durch diese Commons, also weitgehend auch außerhalb des Finanzsystems oder Geldströme gut leben konnten, jetzt von ihren Ländern, aus den Wäldern, von den Seeküsten etc. etc. vertrieben werden, in den Slum müssen und da praktisch Geld brauchen, aber viel elender leben. Arundhati Roy, die wir eben auch schon im Bild hatten, hat so eine Szene, wie sie mit einem Mann im Slum von Mumbai, glaube ich, steht und er sein krankes Baby auf dem Arm hat und ihr erzählt, wie er früher 46 Früchte zur Verfügung hatte, und er sagt, meine Kinder werden diese Früchte nie kennenlernen, weil ich mir das gar nicht leisten kann. Uns erscheint das dann aber als Erfolg in der Hungerstatistik. Und das macht exemplarisch, was dieser verengte Blick auf das, was wir als Wirtschaft zu lernen haben, gelernt haben zu sehen, ausrichtet. Wirtschaft in den Blick zu nehmen, heißt also, man muss es immer in den ganzen Blick nehmen, ansonsten wird es unsichtbar gemacht, Verhältnisse werden als natürlich und gegeben erklärt. Und bei Sorgetätigkeiten speziell ist einfach per Definition, dass sie nicht so gut rationalisierbar sind wie im produktiven Bereich, und das hat in der Geschichte immer dazu geführt, dass man sie Menschen zugeschoben hat, die dann gleichzeitig weniger wert waren.
im Sklavensystem natürlich das Dienstmädchenverhältnis, das Hausfrauenmodell. Und wenn es heute dann für Frauen zunehmend möglich ist, in die DAX-Vorstände zu kommen, aber zu Hause diese Arbeiten von migrantisierten Menschen übernommen werden, weil die ja keine besseren Arbeitsmöglichkeiten haben, dann sind wir der Emanzipation noch nicht wirklich weiter entgegengekommen. Wir, die wir hier in Hamburg im Widerstand vereinzelt, sind davor nicht gefeit, aber wir sind zusammengekommen, um uns diesem System entgegenzustellen. Doch wofür kämpfen wir? Wovon träumen wir? Von einem gebändigten Kapitalismus? Den gab es in den 70ern. Verhungert sind auch damals schon zigtausende daran. Natur und unbezahlte Tätigkeiten wurden damals mindestens genauso vernutzt. Kolonialen Verhältnisse waren gerade erst beendet worden. Konkurrenz zueinander und Entfremdung mit unserer Arbeit haben auch damals unsere Welt geprägt. Und viele von uns Älteren, wir sind in der Zeit politisiert worden, und nicht, weil wir die Verhältnisse aufrechterhalten wollten, sondern weil wir wussten, es kann eine bessere Welt geben. Was uns oft gar nicht bewusst ist, während wir hier unseren Widerstand organisieren, leben wir bereits oft eine andere Welt. Wir organisieren uns so ähnlich wie bei dem Fabrikbeispiel, obwohl ich das auch immer ein bisschen unglücklich finde mit der Fabrik, aber wir organisieren uns so, indem wir beitragen, was wir können, was gerade notwendig ist, wo wir unseren Platz sehen. Wenn wir, hier ist es leider anders, aber wenn wir in den Camps in der Essensausgabe stehen, dann fragen wir nicht erst, was hast du heute für den Widerstand geleistet, verdienst du das Essen, sondern wir geben es aus. Das heißt, wir organisieren uns nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Um die neue Welt zu bauen, brauchen wir uns nicht unbedingt den Kopf der Mächtigen zu zerbrechen, wie wir den Finanzmarkt etwas abfedern. Dadurch wird er vielleicht etwas gerechter, aber auch nachhaltiger. Sondern es reicht wirklich zu erkennen, dass wir Praktiken miteinander entwickeln, auf denen eine andere Welt aufbauen kann. Markus Wissen hat bereits gesagt, das Problem ist die Tauschwertorientierung dieser Wirtschaft im Gegensatz zur Bedürfnisorientierung. Bedürfnisorientierung heißt nicht, uns auf Grundbedürfnisse zu beschränken. Es kann immer nur jede Person selbst entscheiden, was die Bedürfnisse sind. Sondern es geht darum, uns eine Welt zu ermöglichen, die unsere Bedürfnisse in ihrem ganzen Reichtum zum Ausgangspunkt unserer Wirtschaft macht und damit das Ganze des Lebens in den Blick nimmt. Bedürfnisse nach gutem Essen und einem kuscheligen Zuhause, genauso wie nach Zeit für uns, für andere und vor allem unser Bedürfnis, uns in dieser Welt mit unseren Sehnsüchten und Fähigkeiten einzubringen und zu verwirklichen. Vandana Shiva hat heute Morgen nicht nur formuliert, es geht darum, eine Welt zu bauen, in der jedes Lebewesen seine Form finden kann, sondern hat sogar gesagt, sie glaubt, wir können nur wirklich Menschen sein, wenn wir die Freiheit haben, uns in diese Welt so einzubringen, wie wir uns einbringen möchten. In diesem Frühling erschien das Buch Degrowth in Bewegung, wo 32 Menschen aus 32 Bewegungen sich zur Degrowth verhalten haben, also zu der Erkenntnis, dass es mit dem Wirtschaftswachstum nicht so weitergehen kann, egal wie grün angestrichen es wird. Und das, was die Herausgeberinnen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie als Fazit aus diesen ganzen Beitragen ziehen, ist, dass offensichtlich die Bedürfnisse zentral ins Zentrum gestellt werden. Es gibt aber noch andere Anzeichen, die in die Richtung gehen. Wirtschaftstheoretiker wie der liberale Jeremy Rifkin oder der marxistische Paul Mason haben mit ihren Büchern Nur Grenzkostengesellschaft und Postkapitalismus einerseits gezeigt, wie eben dieser Kapitalismus zunehmend in die Krise gehen muss und andererseits, wie sich Praktiken gleichberechtigten Wirtschaftens abzeichnen. Rifkin hat seinen ersten Satz sogar formuliert, ein neues Wirtschaftssystem, die kollaborativen Commons, betritt die ökonomische Weltbühne. Klar, es wird keinen reibungslosen Übergang geben. Dafür braucht es unseren Widerstand. Aber es braucht eine Vision, dass wir fühlen, wofür wir eigentlich einstehen. Es geht um die Aufhebung von Profitlogik zugunsten einer Logik von Care, des Sorgens. Das ist nicht mit Altruismus zu verwechseln, sondern es steht für die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen, wie Ina Pretorius in ihrer Schrift Wirtschaft ist Care es nennt. Die Tatsache, dass die allermeisten von uns selbstverständlich tätig werden, wenn wir die Notwendigkeit sehen.
Statt in strukturellem Hass zueinander agieren zu müssen, könnten wir unser Leben und Wirtschaften als Miteinander gestalten. Mit Move Utopia, einem Zusammentreffen von über 1000 Menschen vor jetzt gerade 1 bis 2 Wochen, wurde die Forderung aus dem kommunistischen Manifest für eine Welt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten wieder explizit benannt und damit, sage ich mal, auf die Bühne der Geschichte wieder geholt. Dabei kamen Menschen aus unterschiedlichsten Bewegungen zusammen. Von der Bundeskoordination Internationalismus und von Rainbow, von queerfeministischen Zusammenhängen und aus offenen Werkstätten, von der Permakultur und aus der Klimabewegung. WertkritikerInnen bildeten zusammen die Essensausgabe und ein esoterischer Tanz wurde verwandelt in hoch die antinationale Solidarität. Wann, wenn nicht wir? Die G20 ist der Versuch, die bröckelnde Weltordnung nicht aus den Fugen zu geraten. Aber die allermeisten Menschen glauben nicht mehr an ein gutes Leben im gegebenen System. Das ist eine historische Chance, die wir nutzen sollten. Fast möchte ich sagen, wir verpflichtet sind. Dazu gehört unser Widerstand hier auf den Straßen und es gehört genauso dazu, diese Erfahrung, die wir hier machen, in unseren Alltag zu tragen, zu sehen, dass das, was wir gelernt haben, wir sind entweder faul, wir arbeiten, wir tun nur was egoistisch oder für die anderen, dass all diese Kategorien nicht aufgehen und dass wir damit neue Horizonte sehen können. Statt Forderungen an die Mächtigen zu stellen, lasst uns also beginnen, im Alltag und im Widerstand unsere Utopie zu leben. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir. Und was mich berührt ist, dass ich jetzt in 2 Beiträgen sehr deutlich gehört habe, dass es eben auch ums Weinen gehen darf, um Sehnsüchte gehen darf, dass sozusagen im Ganzen des Lebens und damit auch in der Ökonomie, die wir für das Ganze des Lebens entwerfen, miteinander entwerfen wollen und müssen, auch Gefühle ihren Platz haben müssen, eine Logik, sich diesem zu widmen sozusagen. Ich möchte dich aber trotzdem an einer Stelle mal herausfordern, bevor wir nochmal miteinander ins Gespräch gehen. Und das ist diese Aussage, Schwellenländer brauchen auch das kapitalistische Außen. Und es wird immer schwerer, sozusagen dieses kapitalistische Außen zu finden, um es dann sozusagen der Kapitalakkumulation zuzuführen. Und da kommt mir, wenn ich das höre, in den Sinn, was eigentlich, wenn diese Analyse nicht stimmt, wenn der Physiker Richard Feynman recht hat. Und der sagt ja, there is plenty of space on the bottom. Das heißt, es gibt immer noch Dimensionen, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben, so wie wir uns vor 50 Jahren noch nicht vorstellen konnten, dass man Gene patentiert, sind wir heute, dank der technologischen Entwicklung, in einer Welt, wir haben das heute früh von Vandana Shiva gehört, mit der CRISPR-Technologie, die es tatsächlich möglich macht, genetischen Code so zu editieren wie Software-Code. Copy and paste. Wir können das Leben programmieren. Und es gibt vielleicht da unten noch ganz viel, was noch nicht entdeckt werden ist und noch erschlossen werden kann. Ist das eine gut belegte These, dass es immer schwieriger wird? Also ich glaube, dass es immer wieder diese neuen Ebenen gibt. Auch da hat Vandana Shiva ja auch hingewiesen, eben auf das Mining Data und so, was uns ja früher auch nicht in den Kopf gekommen wäre. Und wie sehr unsere ganze Persönlichkeit immer mehr da einbezogen wird auch, was ganz neue Dimensionen aufmacht. Aber all das, egal wie es gestaltet ist, braucht immer hinterher Ressourcen und es ist ein Unterschied, ob es 8 reiche Nationen gibt oder ob es schon 20 oder mehr gibt. Es ist einfach eine Ressourcenknappheit, die allerdings jetzt nicht leider mal eben den Kapitalismus aufheben wird, sondern einfach die Kriegsgefahr erhöhen. Ich möchte an euch alle nochmal diese Frage geben, sozusagen, wenn wir über Alternativen nachdenken. Bei Markus war es, genau wie jetzt im letzten Beitrag, diese Gebrauchswertorientierung. Ne? Also eine Praxis, ihr habt alle 3, wie ich finde, diesen Begriff der Praxis und der Alltagspraxis des anderen Produzierens und der anderen Logik des Produzierens sozusagen stark gemacht. Wo findet sich diese Praxis in den Alternativen, die du ausmachen und beschreiben kannst? Wie stark sind sie? Und
Warum ist das sozusagen das grundsätzlich andere? Ja, ich denke, ich will mal zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist der Bereich der Commons, der aktuellen Commons-Debatte, über die ihr viel besser Auskunft geben könnt, als ich das kann. Ein zweiter Bereich ist ein Bereich, der damit lose verkoppelt ist, der damit noch stärker verbunden werden könnte, in dem sich derzeit weniger tut, in dem sich historisch aber einiges getan hat. Ich möchte ein Beispiel verwenden, das ich immer gern zitiere, weil ich es sehr anschaulich und sehr lehrreich finde. In den 1970er Jahren ist der britische Rüstungskonzern Lucas Aerospace in eine Krise geraten. Es sollten eine ganze Reihe von Menschen entlassen werden, tausende von Arbeitsplätzen waren bedroht und die Beschäftigten haben gesagt, das nehmen wir nicht einfach hin. Wir wollen unsere Arbeitsplätze erhalten. Was haben sie getan? Sie haben nicht gesagt, lasst uns weiter Panzer oder Landminen bauen, sondern lasst uns überlegen, wie wir mit den Kompetenzen, die wir haben und mit den Maschinen, über die wir verfügen, sinnvolle, gesellschaftlich sinnvolle Produkte herstellen können. Das ist ein Beispiel für eine Konversion, in dem Fall eines Rüstungsbetriebs, in Richtung eine gebrauchswertorientierte, gesellschaftlich sinnvolle Produktion. Die ist letztendlich gescheitert, weil die Eigentumsverhältnisse nicht verändert werden konnten. Sie ist letztendlich an den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen gescheitert. Dennoch bleibt es insofern im Gedächtnis, als diese Arbeiterinnen und Arbeiter, die Ingenieurinnen und Ingenieure, die an dem Experiment beteiligt waren, es in der Tat geschafft haben, eine ganze Reihe von gesellschaftlich sinnvollen Produkten in einem vormals auf Rüstungsindustrie spezialisierten Unternehmen herzustellen, die bereits erste Nachfrager gefunden hatten. Es handelt sich um Niederflurbusse, um Defibrillatoren, die im Gesundheitsbereich eingesetzt werden. Also Bereiche, die etwa den Transport für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, leichter machen, die einen medizinischen Fortschritt bedeuten und so weiter. Sie haben es also geschafft, ihre Kompetenzen, ihre Maschinen für etwas einzusetzen, was gesellschaftlich sinnvoll ist. Das wäre für mich ein Beispiel von gebrauchswertorientierter Produktion, das damals praktiziert worden ist, das gescheitert ist, das aber durchaus Ausstrahlungseffekte hatte auf Diskussionen, wie sie in Deutschland geführt worden sind. In der IG Metall gab es in den 80er Jahren Arbeitskreise alternativer Produktion. Bei Daimler-Benz gab es in den 70er Jahren die sogenannte Plakatgruppe, eine Gruppe oppositioneller Gewerkschafter, die sich in der Autokrise der damaligen Zeit die Frage gestellt hat, was können wir mit unseren Kompetenzen anderes machen, als Autos zu bauen? Wie können wir vielleicht unsere Arbeitsplätze gerade dadurch retten, dass wir nicht so weitermachen wie bisher, sondern dass wir versuchen, intelligente Verkehrskonzepte, die ökologisch und sozial sind, zu entwickeln? Das sind für mich Beispiele, an denen es anzuknüpfen gilt. Diese Diskussion ist in den deutschen Gewerkschaften mit der Wende 89-90 mehr oder weniger eingeschlafen. Aber sie könnte durchaus wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt werden, je stärker jetzt zum Beispiel die Autoindustrie als ein Schlüsselsektor des deutschen Exportmodells in die Krise gerät. Das wird spannend sein zu beobachten und es wird spannend sein, da mitzumischen und zu überlegen, inwieweit diese Überlegungen für eine sozialökologische Transformation der Industrie, für eine demokratische Konversion heute wieder fruchtbar gemacht werden können. Das ist auch gleich eine gute Brücke zu Nick nochmal, der auch, du sagst ja, lass uns über Eigentum reden und wir haben vorhin gehört, die eine der zentralen Fragen ist, wer entscheidet? Und wer entscheidet über die Verfügung, über die Nutzungsrechte, über wer darf was veräußern oder nicht, hat ja sehr viel mit Eigentumsrechten zu tun. Also auch die Frage, wer entscheidet, wer kontrolliert, ist so ein kognitiver Imperativ. Und das Beispiel, was wir gerade gehört haben, am Anfang steht die Frage, lasst uns was Vernünftiges bauen, lasst uns unsere Fähigkeiten dafür nutzen, etwas Vernünftiges zu bauen, verbindet sich in meinem Kopf mit dem Begriff, einem Begriff, den ich gestern gelernt habe, nämlich das Fähigkeiteneigentum. Ja, lasst uns unsere Fähigkeiten zusammentun und daraus sozusagen Strukturen bauen, in denen wir gemeinsam basierend auf unseren Fähigkeiten und unseren Bedürfnissen sozusagen das produzieren, was es wirklich, wirklich braucht. Nick, wie stellst du dir das vor mit diesen Konturen des Neuen, in der die zentrale Frage ist, wer entscheidet? Wo findest du dafür gute Beispiele, dass nach unseren Fähigkeiten und orientiert an unseren Bedürfnissen produziert wird?
Well, I think my starting point is that almost everyone in this room lives in the commons for most of their lives. Actually, we wouldn't be able to survive if we didn't live in the commons for most of our lives. And people living on $2 a day would definitely not be able to survive. And the sort of commons that, you know, is our everyday commons is, you know, when you and I sit around a table with friends or with our family, we do not apportion food by market rules. We don't say who's going to pay most around the table for this bowl of cornflakes or whatever, or muesli. We don't work on that basis. We work on the basis of actually sharing, of collective right to survival, of making certain that everyone gets enough. And that is most of our lived lives are like that. So I think I don't think it's a question of suddenly inventing commoning, but of appreciating it and of politicizing it, of accepting that it will change things when it becomes an approach to power. And I think there are historic examples and contemporary examples of struggles where this has happened. I never forget that the British National Health Service started off as a very small social experiment in a small town in Wales, where doctors and the local council got together with patients and tried to design a system, a way of working that would ensure access to free medicine and healthcare when it was needed. That's where it started. It didn't start with some bureaucrat in London sitting down and designing a system. It started with a very practical attempt through commoning of reaching a solution that would provide healthcare for all in that community without people having to pay. And I see loads of examples of people trying to create a politicized version of commoning. I see it in struggles to remunicipalize and trying to create new forms of governance that involves people, the people who actually use the facilities. I see it in efforts to create community farming. I see it in efforts to create co-ops. I see it, you know, on a grander scale, a more national scale, in the very brave efforts of Kurds in northern Syria, in Rojava, and indeed in southeast Turkey, to build institutions outside of the state that are based on democratic confederalism. So I think that the experiments are all over the place. And they can be very small scale. One thing I'm working on at the moment, I do a lot of work on grand corruption. And one of the cases we've been working on a lot is to get Shell prosecuted for corruption in Nigeria. And thankfully, we've just got Shell and Eni prosecuted in Italy and Nigeria at the moment, and hopefully maybe in Holland. But, I mean, this is working very closely with colleagues in Nigeria. One of the things that the colleagues in Nigeria have come up and said, look, there's a diaspora, a Nigerian diaspora. How can we work with them to share the skills that you have and others who work on investigating corruption so that they can use their own computers? They can join with others in the diaspora to do the research that is very, very simple. They know, often the ones living in London, who owns corruptly obtained properties, but they don't know how to prove it. So actually doing workshops with them and so on and so forth, this is skill sharing, but it's skill sharing that will hopefully also politicize. And that moment of politicization comes to the point where you can just have this journey of discovery that I was talking about. And it's that shared journey of discovery that I think will really trigger change, structural change. How we organize around it is a key question. I don't think it's a question of just
designing some blueprint for change. We have to talk about how we organize. Friederike, du hast letzte Frage, dann gebe ich ab. Du hast ja eine ganz wichtige Information unterschlagen, so über MOVE. Ja. Nämlich, dass da irgendwie 1200 oder 1300 Leute gewesen sind. Und ich denke immer, wenn ich über Alternativen nachdenke und über das, was wir alles tun müssen, wie viel wir tun müssen, darüber nach, dass eine für mich sehr effiziente Strategie die der Ignoranz ist. Also bestimmte Angebote sozusagen einfach zu ignorieren. Die ist aber nur dann effektiv, wenn ich sie sozusagen subversiv mache. Was können wir von der freien Softwarebewegung lernen? Ja, zu sagen, es lohnt sich nicht, gegen Microsoft anzutreten. Das ist David gegen Goliath. Wir bauen unsere eigene Welt. Wir bauen unser eigenes System. Müssen wir diesen ganzen Strategien, die wir schon benannt haben, oder wie erlebst du da die, ich nehme an, vorwiegend jungen Leute bei MOVE, wie bauen die diese andere Welt konkret? Ignorieren die auch die Verlockungen des Kundinnen- und Konsumentinnenseins? Da sitzen ja einige hier, konntest du selbst sagen. heute Morgen Barbara Unmüßig hat ja auch das Beispiel der Anti-Atomkraftbewegung gebracht, die eben nach 30 Jahren und wie das ermöglicht hatte, dass dann scheinbar von oben die Entscheidung kam oder nach der Zäsur von Fukushima dann eben der Atomausstieg gemacht wurde. Dagmar Emshoff, die ja auch wahrscheinlich viele kennen, weil sie viel zu solidarischer Ökonomie arbeitet, die hat mal gesagt, es wurde halt deshalb ermöglicht, weil in den 70er Jahren Leute angefangen haben, irgendwie aus alten Fenstern Sonnenkollektoren zu basteln und irgendwie 3 Meter große Windräder zu basteln. Und erst dadurch hat eben die Alternative zur Atomkraft eben auch wirklich eine Form anbekommen und ist gebaut worden. Und das finde ich ein ganz schönes Bild dafür, ja, was da passiert. Und so erlebe ich es eben auch, dass zum Beispiel dieses Modell aus der solidarischen Landwirtschaft ist ja auch genannt worden, wo eben nicht mehr die Gemüsekiste gegen den Mitgliedsbeitrag getauscht wird, sondern eben gesagt wird, wir brauchen so und so viel Geld, damit wir überleben können, damit wir eben dieser Tätigkeit nachgehen können, die wir machen wollen, die ihr wollt, dass es das gibt. Und die anderen sagen, ja, wir wollen Gemüse. Und dann wird eben versucht, das sich gegenseitig zu ermöglichen, aber eben über die Tauschlogik hinweg oder ohne Tauschlogik, auch wenn Geld drin ist. Und ich sehe, wie eine Redaktion so arbeitet, ich sehe, wie kleine NGOs so arbeiten, ich sehe, wie es im Alltag wirklich eine ganz andere existenzielle Solidarität aufgebaut wird. Wie ich das übrigens aus der Globalisierungsbewegung aus den 90er Jahren auch schon sehr stark so erlebt habe, eben mit den Bewegungen, den indigenen Bewegungen, aus den indischen Bauernbewegungen, die auch aus solchen Praktiken kommen. Und ich glaube, da auch ein großer Grund drin liegt, warum sie eben auch so selbstverständlich immer über den Kapitalismus hinaus denken konnten, damals schon, als das in den 90er Jahren hier irgendwie gar nicht angesagt war und irgendwie auch fast gar nicht möglich schien. Und ja, also vielleicht wollen welche sagen, wie es geht und wie es sich anfühlt für mich. Ich rutsche da immer mehr rein und es fühlt sich toll an und ich habe das Gefühl, das verändert wirklich viel auch in der Bewegung, so miteinander umzugehen. Das war ja jetzt eine klasse Überleitung, die kann ich mir dann also sparen. Ihr seid herzlich eingeladen, hier mitzudiskutieren. Es gibt nur 2 kleine technische Ansagen dazu. Die eine ist, kommt hier zu uns, dort ist ein Stuhl frei, ihr bekommt da ein Mikro, ne? Und diskutiert mit, denkt mit, analysiert mit. Es soll nicht unbedingt ein Frage-Antwort-Spiel werden, aber wenn ihr eine Frage habt, kann die natürlich gestellt werden. Und achtet darauf, dass wir Männer und Frauen abwechseln. Danke. Ich bedanke mich sehr für diese vielen wunderbaren weiterführenden Stichworte. Das erste ist, why are you crying? Ich sehe eine Parallele zu Beuys mit seiner Arbeit an Zeige deine Wunde, show your wound. Allerdings der Film, den der jetzt
der Regisseur Feil gemacht hat als letztes, der muss etwas ergänzt werden, wenn man ihn nicht drei- oder viermal sieht, durch eine Biografie von Beuys von einem Herrn Stachelhaus im List Verlag als Taschenbuch erschienen. Die Eigentumsverhältnisse. Wir brauchen alle bezahlbaren Wohnraum. Das ist ein Großstädten besonders schwierige Geschichte für Leute, die Wohnungen brauchen. Es gibt hier in Hamburg eine Initiative, die das verwirklicht hat. Das ist im Internet zu finden. Sie heißt Vivenda, V-I-V-E-N-D-A. Die haben zum Beispiel in Wandsbek schon seit vielen Jahren entsprechenden Wohnraum geschaffen. Die Grundlage ist, der Grund und Boden darf nicht verkäuflich sein. Und derjenige, der das eingeleitet hat und weiter verfolgt, ist also Sozialwissenschaftler und kann das also alles sehr gut in Kolloquien darlegen. Heißt, fällt mir jetzt nicht ein. Gut, zu Vandana Shiva. Ich möchte also... Die ist aber jetzt gar nicht unter uns. Ich weiß. Ich möchte die Antwort hervorheben, die sie mir vorhin gegeben hat. In Indien gibt es also durch die Organisation Navdanya inzwischen 16 Bundesstaaten, in denen die Kleinbauern, die bedroht sind von der Mafia, von Monsanto etc., 16 Bundesstaaten, in denen also Kleinbauern kostenlos Saatgut kriegen, darüber sehr glücklich sind und dann auch die Ausbildung im ökologischen Landbau. Und sie geben das an diejenigen, die in ihrer Umgebung sind, nach ihrer ersten Ernte weiter. Das ist also eine wunderbare Sache und ich finde, es kommt also so viel Kopfzerbrechen hier auf, statt also sich diese Freude auch, und da ist das Gefühl, wir brauchen gar nicht nur zu weinen, sondern wir können uns auch wirklich freuen darüber, was bewältigt worden ist. Und wir brauchen uns nicht den Kopf zu zermartern. Wer hat jetzt womit recht? Das kann sich alles so schnell überholen. Das ist also viel besser, wenn wir in dieser Freude weitermachen. Und das möchte ich also auch Deutschland übertragen. In Potsdam hat jemand die Idee gehabt, eine Akademie zu gründen, nicht eine Akademie, eine Akademie, wo man das, was Vandana Shiva ausdrückte, wie glücklich es macht, in den guten Boden zu greifen und mit ihm zu arbeiten und mit ihm tätig zu sein, die Erde zu verschönern, beautify the earth, wie dieser indigene Bauer es ausgedrückt hat. Und nicht nur in Potsdam, in Brandenburg, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und jetzt jüngst auch in Hamburg haben die Anleiter von Akademie hier Kindern beigebracht, wie man also Gemüse anbaut. Ich habe mir die Freude gegönnt, es zweimal zu beobachten und ich war glücklich, wie die kleinen Jungs jetzt Liebe zu diesen Pflanzen, die sie da eingesetzt haben, bei den kleinen Mädchen ging es einfacher, aber bei den kleinen Jungs auch gewonnen haben und sich gefreut haben, wie sie das verfolgen werden. Und das funktioniert und ich möchte eine Brücke bauen zu den Belächelten. Die Belächelten sind die eher Indigenen, das sind also diejenigen, die sich anthroposophisch oder esoterisch orientieren. In Südengland, wo der Film gemacht worden ist, Voices of Transition, gäbe es diese Bewegung nicht, wo man geschafft hat, Supermärkte aus der Stadt zu vertreiben, aus der Stadt Totnes, wenn da nicht die Mutter-Erde-Bewegung über Jahrzehnte die Menschen gepackt hätte. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir vielen Dank für die Inputs. Ich möchte gerne jetzt nicht zur Anthroposophie sagen, sonst würde ich gar nicht zu Ende kommen, sondern dem Begriff solidarische Landwirtschaft und dass dieses Prinzip sich ausbreitet. Und da ein Gedanke, der jetzt ein halbes Jahr, also solidarische Landwirtschaft versuche ich schon sehr lange zu unterstützen, überhaupt solidarische Ökonomie. Und ich habe das so erlebt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass es vor allen Dingen junge Menschen waren, die da eingestiegen sind und dass es vor allen Dingen junge Menschen waren, die die Möglichkeit hatten,
die ihnen vor allen Dingen durch ihre Eltern gegeben wurden. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das irgendwie gering schätze. Ich finde das ganz wunderbar, weil das ja nur sehr wenige dieser jungen Menschen machen, die aber da einen Rückhalt haben, dass sie das machen können. Und ich bin traurig darüber, dass das so wenige machen. Und deswegen bin ich begeistert davon, dass diese uralte Idee, ein bisschen Umverteilung zu machen, also ein bisschen von dem, dass nicht nur, dass jeder was abbekommt von dem Erbe, von den Reichen, Stichwort Grundeinkommen, Umverteilung. Ich bin der Meinung, ich habe die Hoffnung, dass viel mehr Menschen sich diesem System solidarische Landwirtschaft, solidarische Ökonomie anschließen würden, wenn sie ein bisschen weniger Angst haben müssten, ihre nächste Miete bezahlen zu können und das auch Menschen machen würden, die nicht das Glück haben, Eltern im Rücken zu haben, die sie unterstützen. Danke. Jürgen Fuchs, Attac Bremen. Ich habe eine These, das ist das, was ich so in den letzten 8 Jahren, wo ich mich damit beschäftige, mit Alternativen zu Wirtschaft und Gesellschaft, rausgefunden habe, und die ist noch nicht zur Sprache gekommen hier, das ist, natürlich brauchen wir eine Alternative. Wenn wir sagen, wem dient die Ökonomie, dann dient sie natürlich den Falschen. Sie dient denen, die ausbeuten, Menschen und Umwelt. Und sie sollte denen dienen, die eben das Gegenteil machen. Das muss unterstützt werden. Und dafür, ich denke, wenn wir hier rausgehen, sollten wir immer das im Fokus haben. Wir brauchen eine Alternative, sonst geht es alles weiter so. Wenn wir nicht konkret was finden, und wir werden gleich noch was vorstellen, neben der solidarischen Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, aber mein Punkt ist eigentlich zu Friederike Habermann, ich habe es, glaube ich, falsch, weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe, du hast gesagt, wir sollen uns mit der großen Geldwirtschaft nicht beschäftigen, sondern Alternativen entwickeln, ist das richtig? Und ich meine, ich möchte dagegen sprechen. Wir müssen auch an die Regeln ran für Banken, für Börsen und Geldgeschäfte. Wir müssen das wieder aneignen, was uns enteignet worden ist oder was keiner steuert im Moment. Wir müssen daran. Also es geht um Finanzreformen, es geht um Vollgeldreform, Frage, wollen wir das machen? Es geht darum, Gemeinwohlbanken zu gründen. Wenn ich im Bereich Konsum versuche, alles richtig zu machen und in den kleinen Landwirtschaften, solidarische Ökonomie und dann im Bereich Ökologie gucke, wenn ich einen CO2-Rechner mache und ich mache alles richtig, ich mache keine Flugreisen, ich mache keine, esse kein Fleisch, ich habe kaum noch Heizung, kein Auto, dann komme ich statt 10 Tonnen, was ja zu viel ist pro Bundesbürger, 10 Tonnen CO2, komme ich auf 4 Tonnen. Und das sollte uns nachdenklich machen. Und diese 4 Tonnen werden vom Staat in unserem Namen, von unseren Steuern ausgegeben für Flugplätze und all dies anderes. Und deswegen reicht es nicht nur von unten Alternativen, wir müssen beides haben. Auch die Regeln für die ganze Wirtschaft müssen geändert werden. Ich würde gerne noch eine Frau noch. Das wäre prima, weil wir werden dann schließen. Das stimmt allerdings. Ist das die letzte Wortmeldung? Dann nehmen wir sie noch dran. Es rührt mich, solche schönen Wörter zu hören, aber ich selbst stamme aus einem Indianervolk und ich war die letzten 40 Jahre damit beschäftigt. Can you speak up? Schon ein bisschen lauter, bitte. Ich war selbst damit beschäftigt, mein Volk von der Verschwindung dieses Planeten zu retten. Ich weiß nicht, ob ich weiß, dass in den letzten 25 Jahren ungefähr 35 Völker einfach ausgerottet worden sind. Das Verschwinden von kleinen Völkern hat sich in den letzten Jahren unheimlich beschleunigt. Und ich reise sehr viel und ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wir die Schlacht gegen den Kapitalismus in allen Fronten verloren haben. Und deswegen, wenn ich höre solche Wörter, wir möchten eine neue Wirtschaftsordnung oder wir möchten überhaupt eine neue Art, die Ökonomie zu regeln, ich denke, in welchem Planeten leben diese Leute? Weil die Weltwirtschaft hat ein eigenes Leben gewonnen. Es ist eine riesige Maschine geworden, die alles zerplatzt, zermatscht.
Es ist ein Strudel, in dem es geht nur ums Überleben. In diesem Kampf ums Überleben, es gibt keinen Platz mehr für Solidarität. Ich vermisse diese Solidarität der 60er, 70er Jahre. Ich bin ein Kämpfer aus dieser Zeit. Und ich bin der Meinung, die Menschen, die junge Generation noch mit Alternative in der Ökonomie, mit weiteren Träumen, die belügen diese Jugend. Ihr hält sich fern von der Realität, weil die Weltwirtschaft ist eine Maschine, die absolut alles zerstört. Und wir steuern gerade auch so eine brutale Konfrontation. Jemand hat hier gesprochen über, wie hat er einen Rüstungsbetrieb, ich weiß nicht, ich habe Töpfe gemacht, ich habe keine Ahnung. Aber die Bewaffnung in der Welt in den letzten 5 Jahren hat sich verdoppelt. Es gibt Länder, die sind sehr arm, Brasilien zum Beispiel. Und Brasilien hat angefangen, U-Boote zu bauen. Weil es geht eigentlich ums Überleben. Alle wissen, die Masse weiß. Ich höre immer auf die Masse. Und die Masse weiß, dass wir steuern zu einer brutalen, totalen Konfrontation, alle gegen alle. Es geht nur ums Überleben. Und ihr solltet die junge Generation das ganz deutlich sagen und nicht benebeln mit Alternativen und ich weiß nicht was. Anderen Quatsch habe ich noch gehört. Können wir noch den Namen deines Volkes und deinen Namen erfahren? Ich komme aus Südamerika, das soll reichen. Das war klar und auch nochmal eine Zuspitzung am Schluss. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert. Markus. Ja, ich werde nicht auf alle Punkte eingehen, aber ich würde nochmal ganz gerne einen, wie ich finde, scheinbaren Gegensatz aufgreifen, der in der Diskussion aufgemacht worden ist. Brauchen wir ein Verständnis der vorherrschenden Ökonomie, um sie eindämmen zu können? Oder geht es darum, auch jenseits eines Verständnisses dieser Ökonomie Alternativen aufzubauen? Ich glaube, beides hängt sehr eng miteinander zusammen. Wir brauchen ein Verständnis der vorherrschenden Ökonomie, um ihre Widersprüche zu begreifen. Wir brauchen ein Verständnis der Institutionen, die diese Ökonomie absichern, wie die G20, um die Widersprüchlichkeit gegenwärtiger Entwicklungen verstehen zu können. Denn davon ausgehend erst lassen sich Ansatzpunkte von Veränderungen identifizieren und Alternativen entwickeln. Ich glaube, auch der Begriff des Commoning, der Commons, es setzt ganz wesentlich ein Verständnis der Ökonomie voraus. Und Silke und Friederike haben das in ihren Arbeiten ja gezeigt. Ich denke, der Begriff ist nicht verständlich ohne ein Verständnis eines Kapitalismus, der durch eine permanente Landnahme, das heißt durch Auflösung von Commons, durch Inwertsetzung von immer mehr Lebensbereichen gekennzeichnet ist. Und Commons bedeutet gerade das anzuhalten, das zu stoppen, dagegenüber wieder Land zurückzugewinnen für alternative Formen des Wirtschaftens. Insofern finde ich, dass diese beiden Sachen sehr eng miteinander zusammenhängen. Ich möchte vielleicht 3 Punkte sagen, auf die es meines Erachtens strategisch so ankommt. Und das höre ich aus der Diskussion sowie aus einigen der Beiträge heraus, die hier aus dem Publikum auch gefallen, auch gemacht worden sind. Ich glaube, eine ganz wichtige Maßnahme, eine ganz wichtige Strategie ist das Eindämmen von kapitalistischen Einflüssen auf Alltag, auf die Art und Weise, wie wir leben, das Eindämmen, das Zurückdrängen, die Kämpfe, die als Abwehrkämpfe geführt werden. Das zweite ist, Alternativen entwickeln, der Bereich Commons, der Bereich gebrauchswertsorientierte Produktion, da tut sich enorm viel. Es könnte sich gerade im Bereich industrielle Produktion, industrielle gebrauchswertorientierte Produktion noch viel mehr tun. Und der dritte Bereich wäre eben, diese Alternativen abzusichern. Das heißt, zu institutionalisieren in irgendeiner Form, sodass sie nicht mehr zur Disposition stehen. Der Alex Demirovic hat das mal so bezeichnet, dass es darum geht, Punkte der Unumkehrbarkeit zu schaffen. Das ist natürlich immer vorläufig, auch diese sogenannten Punkte der Unumkehrbarkeit, die stark institutionalisiert sind, die werden immer wieder Angriffen ausgesetzt sein. Aber ein Beispiel ist dafür zum Beispiel die Institutionalisierung von Menschenrechten. So wenig das ausreicht, so wichtig ist es gewesen als Kampf um Rechte, um Befreiung. Und solche Punkte der Unumkehrbarkeit, glaube ich, müssen wir auch schaffen im Hinblick auf die Institutionalisierung, die Festschreibung von Alternativen, um sie gegen Angriffe von rechts, gegen Angriffe seitens einer kapitalistischen Landnahme absichern zu können.
Wir haben ja noch die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ja? Genau. Ja. I hear the comrade from India, and my heart goes out, and I often share your despair. I often share it. But I also have hope, actually. I have hope because there are vulnerabilities in the world system. There are vulnerabilities in capital. And actually, I think a lot of the work we need to do is to look for those vulnerabilities. Not just to research what's going wrong, but and why it's going wrong, but what are the vulnerabilities? And I think there are major vulnerabilities all over the place, actually. I won't go into them now. So that's one point I'd make. I think, too, that we need to recognize our own power. There are certainly powers that capital have, but there are powers that we as people joined together have. Not least the ability to withdraw our labor. And I think we need to use those powers. And I think we need to give each other courage to go out and build the institutions, social institutions, that we need. Because it's in building that we will create the relationships that make for a different world. And it is all down to relationships. Capital is a relationship. And it is rebuilding new relationships that will take us forward. So yes, I spend many, many days and hours despairing. But I am very hopeful. And the hope comes from the courage that those I work with in solidarity gives me. Ich war auch in Paris bei den Klimaverhandlungen mit der Vernetzung der indigenen Bewegung zusammen. Und die haben da von Anfang an sehr klar gemacht, egal was ihr beschließt, wir werden die Opfer sein. Und genau so war es auch. Es gab dieses gefeierte Abkommen hatte gar keine Zugeständnisse den Indigenen gemacht, weil sie nicht zählen in dieser Welt. Ich glaube gleichzeitig, dass die Menschen, die Klimaverhandlungen versucht haben, zu einem guten Ende zu machen, im Sinne, also den Klimawandel abzubiegen, ihn zu verhindern, ihn weniger dramatisch zu machen, die haben im Grunde meine volle Unterstützung. Und trotzdem ist das, was die Indigenen schon vorher gesagt haben, eben in dem Moment schon Wahrheit gewesen, weil sie im Vertrag noch nicht mehr vorkamen. Und wir alle wissen inzwischen, dass dieser Vertrag auch hinfällig ist, nicht erst seit Trump, sondern weil er einfach nie mit Zahlen gefüllt worden ist. Weil solange es so weitergeht mit diesem Wirtschaftssystem, sich da nichts Grundsätzliches ändern wird. Und ich will nicht dagegen sprechen, dass man sich, dass sich gute Finanzmarktregelungen überlegt werden, die zum Beispiel dazu führen, dass weniger mit Nahrungsmitteln spekuliert wird. Das ist alles gut und richtig. Aber wenn es darum geht, was motiviert mich wirklich in meiner Vision, dann ist das sicherlich eine Welt ohne Finanzmarkt, nämlich mit selbstbestimmten und radikal demokratischen Entscheidungen, die getroffen werden. Und das Schöne an der Gemeinwohlökonomie ist ja, in einem Endzustand gibt es zwar noch einen Finanzmarkt, aber er ist sämtlicher Funktionen enthoben und man muss sich nur einmal treffen und sagen, ach, den können wir jetzt auch mal abschaffen. Ich glaube, dass unsere Veränderungen in unserem Alltag auch anfangen müssen, um nicht immer wieder in diese Sachzwänge reinzutreten, um uns oder die Sustainable Development Goals sind ein anderes Beispiel. Die sind sehr radikal in ihren Zielen. Da haben sicherlich ganz viele Leute drum gekämpft. Und ich würde auch immer sagen, wo immer wir stehen und können uns irgendwie auf die Ziele, die da benannt worden sind, berufen, ist gut. Aber gleichzeitig ist an den Ursachen, wird überhaupt nichts geändert in diesen Zielen. Im Gegenteil, das heißt, wir brauchen noch mehr Wachstum. Wir müssen noch mehr alles in die Verwertungslogik hineinziehen.
Und ich glaube einfach, wenn wir unsere Energien auf dieser Ebene konzentrieren, dass wir nicht das wirklich Neue schaffen, sondern dass das wirklich Neue zwischen uns in unserem Miteinander wirken, in unserer direkten Solidarität entsteht und dass wir wieder verlernen, in Eigentum zu denken. Patrick Bond hatte heute auch, oder wer war es, ich weiß schon gar nicht mehr, jemand gesagt, die G20 ist so ähnlich, wie es damals schon war, als eben die Commons vereinnahmt worden sind. Bis ins 19. Jahrhundert hinein sind eben den Indigenen ist das Land weggenommen worden mit der Begründung, sie schaffen es nicht, daraus Eigentum zu machen. Aber natürlich haben sie es bewirtschaftet, sie haben davon gelebt, sie haben es gepflegt. Und dieser Gedanke, dass es Eigentum gibt, ist sehr neu. Oder Vandana Shiva hat heute gesagt, dass Jobben eigentlich der Ausdruck war, man wird von seinem eigenen Land vertrieben und muss dann auf der Farm jobben. Das ist Arbeit. Und nicht nur in Indien ist der Begriff Arbeit sehr jung, sondern ist auch in allen europäischen Sprachen sehr jung. Und der kommt immer vom Leiden. Und der hat nichts von mit Beautify the Earth zu tun. Und anders als du, Silke, die gesagt hat, wir sagen Arbeit, aber denken was anderes. Ich denke, es ist schon wichtig, auch diesen Begriff zu vermeiden. Und bei MOVE zum Beispiel wird immer von Wuppen gesprochen. Und ich mache das jetzt auch immer oder spreche von Tätigkeit. Also ich glaube, dass es eben wirklich unseren Widerstand, unseren Alltag braucht, um das wirklich Neue erleben und groß werden, wachsen lassen zu können, damit es eine wirklich andere Welt gibt und nicht nur einfach einen abgefederten Finanzmarkt, wo immer noch 100.000 Menschen letztlich jeden Tag dran verhungern. Ich möchte das, was ich vorhin als Zwischenzusammenfassung gesagt habe, jetzt nochmal ein bisschen schärfen und sagen, ich habe gehört, dass ihr alle die Alltagspraktiken, sozusagen eine andere soziale Logik, dieses Awareness, ja, dieses uns ins Bewusstsein bringen, wo überall etwas anders geht, wo wir Beziehungen vertiefen und Beziehungen stärken und das Lebendige stärken, wie Vandana das angemahnt hat, das habe ich vorhin gesagt und jetzt sage ich, es ist aber auch ziemlich klar durch das, was ihr gesagt habt, dass das tatsächlich eine andere Produktionsweise meint. Also nicht nur eine andere soziale Praxis. Und wenn ich das am Beispiel der solidarischen Ökonomie und der solidarischen Landwirtschaft nochmal zeigen kann, da kann man ja sagen, ach, da geht es irgendwie ums Teilen. Und da kommt dann Share Economy raus oder Sharing Economy und dann am Ende ist es nichts anderes als Autos und Wohnungen vermieten. Und dieses Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist Beitragen und Teilen, und zwar in dieser Verbindung. Teilen ohne Beitragen ist wie Einkaufen ohne Geld. Das macht sozusagen keinen Sinn. Wir müssen immer auch die Produktionsseite angucken. Wie kommt das, was wir teilen, in die Welt? Und deswegen ist tatsächlich Commoning und Commons gar nicht zu verstehen, wenn wir es nicht als Ökonomie verstehen, als das Ganze der Ökonomie. Und das ist, was das für ein harter Kampf, ein Kampf auch um Leben und Tod, das hat Barbara unmüßig heute früh auch sehr deutlich gemacht. Und noch deutlicher, als wir es gerade hier im Raum gehört haben, kann man es fast nicht machen. Das berührt und das sollte uns motivieren, sozusagen das Ganze der Ökonomie, das Ganze des Lebens anders zu denken. Und damit lade ich euch ein, Jürgen Fuchs und seine Gruppe, uns nochmal so andere Sinne anzusprechen, die eben auch zum Ganzen des Lebens gehören. Dankeschön. Ja, wir wollen was anderes machen als reden. Wir wollen ein bisschen Musik machen, ein bisschen Spaß haben und wollen euch eine Art der alternativen Wirtschaftsform näher bringen. Das ist die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, muss man sagen, weil das ja auch als Gemeinsgesamtbegriff genommen wird und ist immer auch solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie. Es gibt also eine richtige, konkrete Ausformung der Gemeinwohlökonomie inzwischen seit 2008. Und ich will nur kurz sagen, was ich das Besondere daran finde, dass sie einerseits versucht, das, was ethische Wirtschaft ausmachen kann, zu definieren. Da gibt es eine Matrix, die mit Unternehmen und verschiedenen Leuten entwickelt worden ist, die freiwillig mitmachen dabei schon. Und das Zweite, was ich besonders finde, wenn man kooperiert mit solidarischer Landwirtschaft und anderen alternativen Formen Commons, sehe ich das Besondere, dass die GWÖ, das ist die Abkürzung dafür,
anschlussfähig sein will in Wirtschaft hinein. Das heißt, sie will hier und heute transformatorisch arbeiten, indem sie Unternehmen berät, wie sie gemeinwohlorientiert arbeiten können. Und auch die Gesellschaft soll sich, es sollen Regeln gefunden werden für gemeinwohlorientiertes Leben von uns allen. Das ist also jetzt noch eine unfertige Sache. Wir machen hier eine öffentliche Probe. Wir haben noch nie zusammengespielt so in der Form. Wir sind von ATTAC Bremen, GWÖ Bremen, GWÖ Hamburg und machen jetzt den GWÖ Reggae. Und zwar lebt das davon, weil es ja so unfertig ist, dass ihr vielleicht auch ein bisschen mitmacht. Ihr könnt euch am Chor orientieren, an den netten Damen. Eigentlich bräuchten wir noch einen Sänger, der diesen Chor verstärkt. Möchte da jemand spontan mitmachen? Es ist einfach. Man kann nichts falsch machen. Sänger vor, traut euch, hübsche Damen. Sonst, erkläre das mal kurz, wie das geht. Wenn ihr mitsingen wollt, das Wort Gemeinwohlökonomie. Wir machen das mal links, rechts. Gemeinwohlökonomie. 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 Der Geist soll wachsen, nicht das Geld. Gemeinwohlökonomie. Wir schaffen eine bessere Welt. Gemeinwohlökonomie. Für Banken, Handel, Industrie. Gemeinwohlökonomie. Für Mensch und Umwelt, mich und Sie. Eine neue Wirtschaftsphilosophie. Gemeinwohl, tiefen Ökologie. Gemeinwohl macht die Wirtschaft das nie. Gemeinwohl, neue Anreize kommen. Gemeinwohl soll Förderung bekommen. Gemeinwohl Menschen können wir lange schwitzen. Gemeinwohl Politik muss das unterstützen. Der Geist soll wachsen, nicht das Geld. Gemeinwohl Ökonomie. Wir schaffen eine bessere Welt. Gemeinwohlökonomie. Für Banken, Handel, Industrie. Gemeinwohlökonomie. Für Mensch und Umwelt, mich und Sie. Eine neue Wirtschaftsphilosophie. Wenn viele auf den Profit nur schielen, wir denken in Werten und in Zielen. Wir Gemeinwohl wollen miteinander kooperieren. Gemeinwohl für alle florieren. Gemeinwohl soziale Fairness, Ökologie, Menschenwürde, Demokratie. Gemeinwohl Konkurrenz, Kooperation. Gemeinwohl gute Arbeit, guten Lohn. Der Mensch will gut sein, wenn man ihn lässt. Gemeinwohl Ökonomie. Gemeinwohl nicht zu Konkurrenz aufhetzt. Gemeinwohl für Banken, Handel, Industrie. Gemeinwohl Ökonomie. Für Mensch und Umwelt, mich und Sie. Eine Gemeinwohl neue Wirtschaftsphilosophie. Gemeinwohl Ökonomie. 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 Gemeinwohl, Ökonomie.
economy. Die Regeln für Banken und Geldgeschäfte unterstützen die falschen Kräfte. Werte, die das Leben gelingen lassen, sollen auch die Wirtschaft gelingen lassen. Den Welthandel wollen wir fair, sozial, gerecht und ökologisch, bitte sehr. Das Regionale wird gefördert, TTIP und CETA in die Tonne befördert. Der Mensch kann gut sein, wenn man ihm Mut macht. Im solidarischen Denken Mut macht. Ein gutes Leben für alle ist möglich. Wenn unterm Strich zählen nur ich vorbei ist, wir sind doch nicht blöd, wir machen was Neues. Mein Wohl. Ökonomie. 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 Gemeinwohl. Ökonomie. 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 Gemeinwohl.